Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Video in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet schöne Tage mit euren Liebsten. Ich habe euch diesen Make-up-Look geschminkt und wenn ihr wissen wollt, wie dieser geht, dann bleibt doch einfach dran. Als erstes prime ich mein Gesicht mit dem Benefit Primer, damit mein Make-up einfach länger hält und besser aufzutragen ist. Jetzt kommen wir zum Make-up. Da verwende ich meine Maybelline Fit Me Foundation in der Nummer 125 und mein Kiko Highlighter. Das ist so ein flüssiger Highlighter. Da gebe ich 1 bis 2 Tropfen zu der Foundation dazu, einfach um einen schönen Glow zu erzielen. Für meine Augenbrauen benutze ich die Anastasia Beverly Hills Brow Pomade in der Farbe Dark Brown und gehe anschließend dann noch mit einem Augenbrauengel drüber, damit die Härchen auch den ganzen Tag über da bleiben, wo sie auch bleiben sollen. Als Base für meinen Lidschatten benutze ich die NYX Eyeshadow Base und trage sie auf mein gesamtes Lid mit dem Sigma P88 Pinsel auf. Der erste Lidschatten, den ich benutze, ist von Defa Cosmetics in der Nummer 5 und den nehme ich als Übergangsfarbe her und trage ihn auf meiner Lidfalte auf. Auf mein gesamtes Lid kommt dann die Farbe Pure, die Nummer 3, ebenfalls von Defa Cosmetics und die trage ich mit meinem Finger auf, einfach damit die Farbe viel besser rüberkommt. Das könnt ihr aber genauso gut mit einem angefeuchteten Pinsel machen. Um einen Cut Crease zu bekommen, nehme ich so einen spitz zulaufenden Pinsel und blende dann eine schöne pinke Farbe ein. Das ist die Temple Bar Nummer 9 von Defa Cosmetics. Um etwas mehr Farbe und Tiefe zu bekommen, nehme ich von MAC den Lidschatten in der Farbe Sketch her und blende ihn in meine Lidfalte ein. Ich gehe dann nochmal mit dem Lidschatten von MAC in der Farbe Nylon über mein gesamtes Lid, damit ich ein stärkeres Weiß bzw. Champagner habe. Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach den schwierigsten Part des Looks und zwar ist es der Eyeliner. Da benutze ich den von Lancôme, der ist eigentlich ganz gut, gibt auch ein sehr schönes Schwarz ab und ja, da gebe ich mir auf jeden Fall Zeit und mache das immer in kleinen Schritten. Bevor ich meine Wimpern tusche, biege ich sie erstmal mit meiner Tweezerman Wimpernzange zurecht und als Wimperntusche nehme ich dann meine Benefit Wear Real Mascara her. Und die falschen Wimpern dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich nehme meine Adele Glamour Wimpern in der Nummer 107 her. Während der Wimpernkleber etwas trocknet, gehe ich über zu dem Concealer. Da nehme ich meinen MAC Concealer her und ein bisschen von meinem Maybelline Lüscher Concealer. Nachdem ich den Concealer gut verblendet habe, sette ich den natürlich dann noch mit einem Puder von meiner NYX Contour und Highlight Palette. Auf meinen unteren Wimpernkranz verwende ich dann einen Kohlkajal in einer schwarzen Farbe und verblende ihn dann auch anschließend, damit ich einen leichten Smoky-Effekt habe. Um ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bekommen, nehme ich nochmal die Farbe Sketch aus meiner MAC-Palette und trage sie ebenfalls auf meinem unteren Wimpernkranz auf. Für meinen inneren Augenwinkel nehme ich dann nochmal Nylon her, um einfach einen schönen Highlight zu bekommen und tusche dann nochmal meine Wimpern mit den unechten und unteren Wimpern auch. Weiter geht's mit dem Bronzen, da nehme ich aus der neuen Zoeva Palette einen schönen bräunlichen Ton her, trage ihn auf meine Wangenknochen und Schläfen auf. Danach geht's dann auch schon weiter mit einer anderen Zoeva Blush Palette, da nehme ich so einen schönen peachigen Ton her, trage ihn auf meine Wangen auf und benutze anschließend meinen WhatsApp Highlighter. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Step und zwar die Lippen. Als erstes trage ich einen schönen braunen Lip Liner auf und verwende dann 2 MAC Lippenstifte, einmal Velvet Teddy und Pink Plate, damit ich einfach ein schönes Rosé Nude am Ende bekomme
Und so schaut auch schon der fertige Look aus. Ich hoffe sehr, dass dieser Make-up-Look euch gefallen hat. Wenn ihr mehr solcher Tutorials sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir am besten einen Kommentar, was ich als nächstes für euch drehen soll. Und ja, damit sage ich auch schon Tschüss und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.